Zini macht Auge. 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 Zini macht Auge. Herzlich willkommen bei Zini macht Auge. Heute mit einem echten Reaction-Video, nicht wie letztes Mal auf einen Audio-Podcast. Wer macht denn sowas? Nur irgendwelche Boomer. Ich habe mir gedacht, ich reacte mal auf ein Video von einem Funkkanal und zwar auf Klo. Das Video heißt Fakt oder Fake Sexmythen im Check. Warum habe ich mir genau dieses Video ausgedacht? Es hat mir ein guter Freund geschickt und meinte, react doch mal darauf. Kann eigentlich nur schief gehen. Also, wir wollen gar nicht lange labern. Wir schmeißen uns direkt hier in dieses Format rein. Ich bin gespannt. Ich habe es nicht gesehen. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Sperma schlucken ist gesund. Willkommen auf Klo, beziehungsweise bei auf Klo. Heute sprechen wir über unser allerliebstes Thema. Aber dafür brauchen wir noch das richtige Setup. Ich sag's euch, Leute, wir als Moderatoren. Was hat sich denn jetzt gerade geändert? Hinten sind Herzchenballons dazugekommen. Okay. Ich meine, wir haben schon über Masturbation, Verhütung, Geschlechtskrankheiten und gesprochen. Eine Moderatorin ist schon etwas länger am Start als ich. Und deswegen checken wir heute gemeinsam ihr Wissen. Willkommen zu Klugscheißen XXL Sexmythen im Check. Ich bin ja schon so alt, ich kenne noch, wie hieß das damals, Wahre Liebe oder so, gab es im Fernsehen. Sie macht das gut, ne? Sie redet schon sehr, sehr lüstern. Ich bin schon voll in Mut. Und deswegen begrüßt mit mir gemeinsam mit tobendem Applaus Maria. Nein. Ganz kurze Frage. Sind das eigentlich, also da sind ja so Löcher in den... Also, kennt ihr Glory Hole? Achtung, Ü18. Wenn das eine Anlehnung an Glory Hole sein soll, dann weiß ich jetzt nicht, ist das für sehr, sehr gut bestückte Männer gemeint oder das Pendant, was sehr viel Raum für Interpretation lässt. Finde ich gut. Ich merke gerade, ich habe dieses Format echt, glaube ich, ich habe in meinem Leben erst 2 Videos davon gesehen oder so. Gut, dass da ihre Pronomen stehen. Sie, ihr. Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Ich werde dir gleich nach und nach 10 Sexmythen vorstellen und du wirst mir sagen, ob das Ganze wahr oder fake ist. Ich bin richtig gespannt, ob du ein Noob oder eine Sexpertin bist. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt irgendwas erraten werde. Und bitte schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Sachen auch erratet. Aber ich bin bereit, Sarah. Ich muss das gar nicht in die Kommentare schreiben. Ich kann es ja einfach hier schön völlig blöde ins Mikrofon plärren. Ich bin auch sowas von bereit. Let's go. Jetzt sehe ich, es sind nicht nur Luftballons, es sind auch diverse Sextoys im Hintergrund zu sehen. Cremes. Eine Cap, die seht ihr gar nicht. Ich bin da im Bild, ne? Warte mal, ich schiebe mich mal hier was runter. So, ich bin ein bisschen devot und möchte gerne unter den Frauen mich platzieren. Wir haben hier eine Pimmel-Cappy. Finde ich auch gut. Sehr, sehr viel Sex-Content, so muss das. Ready für Mythos 1? Mhm. Alright. Zahnärztinnen sehen, wenn du einen Blowjob gegeben hast. Jetzt lass das Ganze mal kurz analysieren. Was würde ich dazu sagen? Ich würde sagen, nein. Ob die sehen, ach so, gegeben hast. Jetzt gerade. Also so ein paar Minuten her. Ja gut, unter Umständen sehen sie das schon, wenn du weder gespuckt noch geschluckt hast, dann könnte es sein, wenn du da ankommst und mal so mal Mund auf. Ja. Okay, also sagen wir mal, meine Antwort ist, es kommt drauf an. Okay, ich sag jetzt Fakt. Ja, das stimmt. Und damit hast du auch recht. Zini, alter Sexperte. Aber hä? Ja, ich finde es auch voll krass, weil ich denke mir dann auch so, finde ich das lustig oder finde ich es eher unangenehm? Tatsächlich ist es so, wenn es mal ein bisschen wilder zuging, dass bei einem Blowjob der Penis sozusagen einen Bluterguss im Rachen verursacht. Und das, da gibt es sogar ein Fachwort für. Okay, dann muss aber auch wieder 2
Zwei Fakten müssen dafür gegeben sein. Zum einen muss das erigierte Glied eine Mindestlänge erreicht haben, damit es den Rachen überhaupt berührt. Und die Protagonistin muss, oder Protagonist, ne, jeder wie er mag, muss aber auch bereit gewesen sein, eine Mindestlänge zu empfangen. Was mache ich hier für einen Content? Petechie. Und ja, daran kann dann dein Zahnarzt oder Zahnärztin erkennen, ob du einen Blowjob gegeben hast. Aber damit hattest du auf jeden Fall recht und kriegst damit auch einen Punkt. Mensch. So langsam füllt sich der Vibrator mit Blut. Finde ich gut. So, nächster Fact. Ich bin gespannt. Menschen mit Vulva haben auch einen Samenerguss. Menschen mit Vulva, das ist schon wieder so Woke-Sprech, ne? Also die meinen, was so völlig veraltete Cis-Typen mal Frauen, also was man mal Frauen gesagt hat, kein Samenerguss. Samen? Also Samenerguss, die produzieren ja, ist das jetzt so eine tricky Trans-Frage? Also ist ein Mensch mit Vulva auch eine Trans-Frau, die sich eine Vulva gebastelt hat? Die könnte natürlich auch einen Samenerguss haben. Boah, heutzutage, ne, kannst ja nicht einfach so eine Frage beantworten. Das ist schon, ich würde mal sagen, jetzt, also so richtig, so völlig antiquiert heißt das, glaube ich. So alter Mann mäßig würde ich sagen, einen Samenerguss eher nicht. Eher so in Richtung Squirten oder so Sekret oder einfach Pisse. Oh Gott. Mit Vulva haben auch einen Samenerguss. Hä? Warte. Also Menschen mit Vulven können auch ejakulieren, also abspritzen. Ich weiß, dass da irgendein Lusttropfen auf jeden Fall auch rauskommt, aber das ist ja kein Sperma. Aber da kommt was raus. Also ich sag jetzt mal, wahr. Nee, Samen nicht. Also ich sag falsch. Das ist falsch. Also, aber auch weil du schon meintest, wie du schon meintest, so, sie können halt keinen Samenerguss haben. Oh Mann, das ist so gemein. Was bin ich für ein derber Sexperte? Das war mir gar nicht bewusst. Ich habe so viele Fähigkeiten. Du hattest fast recht. Was vielleicht aussehen mag wie ein Samenerguss, ist Flüssigkeit aus der Blase, die stark verdünntem Urin ähnelt. Und das wird dann auch abschließend genannt. Weißt du zufällig, wie sich das auch nennt? Auf Englisch heißt das Squirting. Ja. Exactly. Ja. Kommen wir zu Mythos Nummer 3. Masturbieren hilft gegen Periodenschmerzen. Masturbieren hilft gegen Periodenschmerzen. Okay, war das? Sexperte Sini sagt... ja, auf jeden Fall, weil ich würde es so begründen, man tut sich was Gutes, man hat Endorphinausschüttung und so weiter und das ist grundsätzlich gut gegen Schmerzen. Ist ja auch so krampflösend und so weiter. Also Sexperte Sini sagt, yes, mache ich auch immer. Safe ist das true, weil bei mir hilft's und deswegen sage ich, das ist die Wahrheit. Damit hast du auch recht und du kriegst den Punkt. Und tatsächlich wusstest du, dass das dazu führen kann, dass theoretisch deine Periode auch schneller vorbei ist. Was? Es ist ausschlaggebend, dass du zum Orgasmus kommen musst, weil das löst dann ganz viele Glückshormone aus und deswegen entspannst du dich und die Verkrampfung lösen halt. Dadurch kann auch das Blut schneller sozusagen aus dir rausfließen. Also Leute... Sich richtig leer... Ich sag's nicht, aber ich bin begeistert von mir selbst. Mal wieder, das geht raus an meine Hater da draußen. Leute, Hand anlegen und nicht zu den Schmerztabletten greifen. Beschnittene Penisse können länger. Was? Okay, dazu sage ich, pauschal würde ich dem zustimmen. Und zwar mit der Begründung, dass ein beschnittenes Glied eine mit der Zeit unempfindlichere Eichel bekommt, weil einfach im Tagesgeschehen sozusagen mehr Reibung daran stattfindet und dann wird sie etwas unempfindlicher, was dann zur längeren Verweildauer während des Aktes führen kann. So würde ich es mal diplomatisch ausdrücken. Ich bin gespannt, was die Damenwelt hier dazu sagt. Warte kurz, also Penisse, die beschnitten sind, kommen langsamer zum Orgasmus, ist quasi die These. Genau, also halten länger durch. Beim Penetrieren. Boah, ich habe gar keine Ahnung. Fakt? Ist leider falsch. Wow, habe ich falsch gesagt?
Also bei einem beschnittenen Penis ist es so, dass einfach die Vorhaut, die eigentlich normalerweise oben an der Eiche ist, also wo die Eiche umschließt, weg ist. Aber ich lese einmal unsere kluge Antwort vor. Beschnittene Penisse verlieren zwar etwas Empfindsamkeit, dadurch, dass die Eiche, der empfindsamste Teil des Penis, nicht mehr von der schützenden Vorhaut bedeckt ist. Das bedeutet aber nicht, dass sie länger brauchen, bis sie kommen. Was würdest du denken, wie lange der durchschnittliche Sex dauert? Jetzt mit dieser These. Ist das jetzt schon die Frage oder? Dass ich weiß, dass ganz viele, besonders Frauen da draußen, unzufrieden sind mit der Anstrengung eher, die für ihren Orgasmus gemacht werden beim Sex. Wird eher so 15, 20 Minuten sagen? Tatsächlich. Achso, das ist jetzt auch, aber das ist ja gar kein Fakt oder Fake. Das ist jetzt einfach, achso, die unterhalten sich. Das ist viel kürzer. Hör mir auf. Das sind aber tatsächlich laut einer Studie 5,4 Minuten. Der nächste Mythos hält sich ziemlich hartnäckig. Und zwar, zu viel Sex leiert die Vagina aus. Auf gar keinen Fall. Da würde ich mich ganz weit aus dem Fenster lehnen und sage, das ist Quatsch. Also, vielleicht würde ich, gehe ich sogar so weit, dass ich das Gegenteil behaupten würde. Nee, so weit weiß ich nicht, würde ich gehen. Aber das ist, glaube ich, völliger Bullshit. Bin mal gespannt, was jetzt rauskommt. Oh, es regt mich so auf. Safe. Fake, es ist nicht die Wahrheit. Und sogar nach der Geburt geht das Genital, die Vulva, wieder zur Ursprungsform. Also der Körper kann so einiges. Also, die Vagina kann nicht ausleiern, weil sie ein Muskel ist. Und wie wir wissen, Muskeln ziehen sich wieder zurück. Da wäre jetzt auch wieder die Frage, wenn es ein Muskel ist und ich kann ja Muskeln trainieren, kann ich dann auch die Kontraktion sozusagen wieder trainieren? Würde dann nicht auch regelmäßiger Sex das vielleicht sogar noch verbessern? Das war jetzt so mein Gedanke dabei. Das heißt, Muskeln können auch nicht ausgedehnt werden und nach dem Sex geht das Ganze auch wieder in den Ursprung zurück. Ein Hoden hängt immer tiefer als der andere. Bei mir ja. Wolltet ihr das wissen? Also ich hatte das so gelernt, dass das wirklich so ist, dass sich das anatomisch irgendwann einfach so ergibt. Also einer sagt, weißt du was, ich bleib hier unten, dann mach du den Job da oben oder so, dass das einfach so, dass das besser positioniert. So, mal sehen. Ich bin eine sehr treue auf Klo-TikTok-Zuschauerin, deswegen habe ich gelernt, ja, und ich weiß sogar noch warum. Also es ist ein Fakt, dass die unterschiedlich hängen. Das muss nämlich auch so sein, weil sonst würde das wehtun, wenn die sich einquetschen, wenn die auf einer Höhe wären. Und das aus einem einfachen Grund, denn würden die Hoden auf der gleichen Höhe hängen, kämen sie sich ständig in die Quere. Und alle Menschen mit Hoden wissen, das kann auf jeden Fall auch wehtun. Also egal, ob deine Hoden so, so, so oder so aussehen, es ist völlig fein und von der Natur gewollt. Also kein Grund zur Beunruhigung, aber ihr solltet trotzdem regelmäßig zur Vorsorge gehen, weil es kann ja immer mal was. Einer schlängert mir da so am Knie rum und einer am Bauchnabel. Ey, das ist völlig okay. Auf Klo hat gesagt, das muss so. Das finde ich aber irgendwie cute, weil bei Boobs zum Beispiel sagt man ja auch, dass Brüste immer ungleich groß sind und so. Und das Körper sind halt so und dass das aber sogar Sinn macht, fand ich halt irgendwie voll nice. Also hier muss ich auch nochmal ganz kurz mal einen Shoutout an das Format. Das wird ja gerne mal kritisiert oder als so eins der krassen Woke Formate von Funk dargestellt. Also ich finde, eine Sache, was sie hier echt cool machen, ist dieses Normalisieren von normalen Dingen. Also das meine ich jetzt ganz unironisch, dass man einfach mal Leuten auch sagt, ey, weißt du was, Titten können irgendwie so, so, so sein, Hoden können so und so sein. Das finde ich persönlich, also jetzt wirklich, ich glaube, man glaubt mir das einfach nicht, aber ich finde das gut. Ich finde, das ist eine stabile Ansage. Kommen wir zu Mythos 7. Man sieht dir an, wenn du Sex hattest. Ah, dieser Glow, ne? So, nee, warte mal, war das nicht Schwangerschaftsglow? So ein Strahlen? Sexstrahlen. Könnt ihr mal bei mir sagen, ob man es mir ansieht, dass ich immer traurig bin. Mal gucken, was sie sagt. Also ich muss ja selber. Ich sage. Ja, vielleicht sieht man entspannter aus. Der berühmte Sexglow. Habe ich doch wieder das richtige Wort benutzt, aber es ist tatsächlich falsch, okay. Tatsächlich nicht. Es kann sein, dass du zum Beispiel bessere Laune danach hast als sonst und das kann man dir vielleicht ansehen, also zumindest ist das bei mir so. Man sieht dir aber nicht direkt an, dass du jetzt Sex hattest. Der nächste Mythos. Außer man geht zum Zahnarzt. Der kann das sehen.
Geschlechtskrankheiten können sich beim Küssen übertragen. Geschlechtskrankheiten können sich beim Küssen übertragen. Ja, so Herpesgeschichten oder so? So Genitalherpes? Aua! Ich würde sagen, ja. Uff, das ist schwer. Bei Geschlechtskrankheiten muss ich echt sagen, dass ich immer wieder richtig viel vergesse und richtig oft irgendwas nochmal googeln muss. Musste ich jetzt nochmal ein Kondom benutzen? Ich weiß es nicht genau, aber ich habe ja gehört, Sarah, ich kriege einen Telefonjoker, right? Mhm. Weil dann würde ich den jetzt gerne hier einloggen. Und wen sonst würde ich anrufen als eine Lehrerin? Und zwar Ronja, die schon mal bei Auf Klo zu Gast war. Die würde ich nämlich sehr gerne mal fragen, ob sie das weiß. Hallo Ronja, bitte hilf mir. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Mythos stimmt. Meines Wissens nach ist es nämlich so, dass wir so klitzekleine Mengen der Erreger von zum Beispiel Herpes oder Warzen auch in unserem Speichel haben können. Und das kann dann natürlich auch beim Küssen übertragen werden oder zum Beispiel auch beim Oralverkehr. Alter, was bin ich aufgeklärt? Ich bin total... Ich hätte gedacht, ich verkacke hier voll bei solchen Fragen. Okay, Sarah, ich logge jetzt ein und vertraue Ronja und meiner ersten Einschätzung. Und achso, wir wissen ja gar nicht, ob es richtig ist. Hab mich zu früh gefreut. Sage Fakt. Und damit bist du auch richtig. Tatsächlich ist das so. Es können sich verschiedene Geschlechtskrankheiten darüber übertragen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man beim Oralverkehr ebenfalls verhütet. Hm. Also entweder mit dem Kondom oder einem Lecktuch. Und Lecktuch. Ja. Ist sinnvoll, benutzt es. Und natürlich, Leute, immer zwischendurch mal wieder testen lassen. Sex macht schöne Haut. Warum zum Hängen? Sex macht schöne Haut. Also meine Haut ist sehr gut. Ich hoffe jetzt mal, dass der Mythos stimmt, aber ich... Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Wieso sollte das so sein? Das kann ja nur wieder irgendwie mit Hormonausgleich, Zufriedenheit, aber dann könnte das ja auch vom Wichsen passieren. Also gut, dann könnte ich auch deswegen schöne Haut haben. Wir gucken mal. Enka sollte Sex schöne Haut machen. Quatsch, das ist sowas von Fake. Was soll das denn? Also ja, vielleicht macht das... Ach so, also was wollte ich, wollte ja noch was anderes. Also ach so, habe ich was? Ich bin schon, ach Gott, ich bin völlig durcheinander. Also ich sage, stimmt nicht. Bisschen was mit der Durchblutung, man schwitzt. Mehr habe ich auch nie davon gehört. Also Skincare würde ich das jetzt nicht nennen. Das ist tatsächlich richtig. Ja, ich hätte es auch nicht gedacht, aber Cortisol ist ein Stresshormon, was beim Sex gehemmt wird. Und Cortisol greift auch unser Kollagen an, was gut für die Haut ist. Aber das wäre ja dann das, was ich gesagt habe, so hormonmäßig. Die Frage wäre dann, reicht es auch für die Körperpflege, für die Skincare einfach ja selber? Oder muss ich dafür jetzt den beschwerlichen Weg gehen? Kein Cortisol, gleich mehr Kollagen. No fucking way. Mhm. Jetzt kommen wir zum letzten und entscheidenden Mythos. Okay, und dafür wünsche ich mir bitte einen Trommelwirbel. Sperma schlucken ist gesund. Moment, ich muss das Video so stoppen. So. Sperma schlucken ist gesund. Was heißt gesund? Ich finde, die Frage ist ein bisschen... Also ich glaube, es ist nicht ungesund im Sinne von... Also gesund, das müsste jetzt... Ich glaube, da sind kaum irgendwelche Nährstoffe drin oder so. Also würde ich mal sagen... So als Healthcare-Booster oder Health-Booster würde ich das, glaube ich, nicht durchgehen lassen. Ich würde sagen, es stimmt nicht, aber ich wüsste jetzt auch nicht, was daran, glaube ich, ungesund sein sollte. Alle Menschen mit Penis, ja! Alle würden genau sagen so, ja, auf jeden Fall. Doch, ich würde mal sagen, das ist vielleicht Fakt, vielleicht sind da ja irgendwelche Nährstoffe oder Proteine drin. Ja, das ist Fakt. Ja, ist richtig, nice. Aber es liegt dicht an den Proteinen. Oh. Die Samenflüssigkeit besteht aus Spermien und Wasser und auch aus Hormonen wie Dopamin und Stoffen wie Zink, Kalzium oder Magnesium. Das kann sich positiv auf den Körper auswirken. Okay, also den Punkt würde ich mir dann trotzdem nicht von denen jetzt wegschnappen lassen wollen, weil die, ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber die Menge... Ist auch so gering, was ist das für, also da ist ja jeder Ingwer-Shot krasser als ein Cum-Shot, oder? Also reicht das schon aus, um von einer gesundheitsfördernden
Trinkkur auszugehen. I don't know. Ah, okay. Aber es bedeutet jetzt natürlich nicht, dass du ganz viel Sperma schlucken musst. Nee. Damit du einen gesunden Lifestyle hast. Doch, der Arzt, und nur der Arzt, empfiehlt 2 bis 3 Liter in der Woche. Ja, bist du ready für deinen endgültigen Punktestand? Ja, und ich hoffe, ich habe wenigstens mehr als 5 oder so. Ich habe nicht mitgezählt, aber ich glaube, ich habe einmal mehr richtig gelegen, aber einmal auch falsch. Also ich glaube, ich habe ungefähr ihren Wissensstand. Ich kann dich beruhigen. Du bist eine Sexpertin. Du hast 6 Punkte und du kannst sehr stolz auf dich sein. Deswegen küre ich dich hiermit zu unserer Auf-Klo-Sexpertin. Danke sehr. Als Dankeschön darfst du dir gerne hier was aus unserer schönen Requisitenabteilung. Also wenn es die Cappy auch in Rot gibt, dann nehme ich die. Ich habe noch was mitzuteilen. Wenn du keines meiner Bauchgefühl-Videos verpassen möchtest, dann gerne jetzt abonnieren klicken. Ja, ansonsten, ich hoffe, das Video war einigermaßen unterhaltsam. Ich habe euch gesagt, das ist hier so ein Testballon. Ich habe keine Ahnung. Wenn es scheiße war, dann würde ich euch einfach trotzdem drum bitten. Falls dir dieses Video gefällt, dann lasst auch jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr irgendwelche Tipps oder so habt für Videos, was ich mir anschauen soll, was ich auch mal kommentieren soll, oder wenn ihr mir mitteilen möchtet, wie schlimm dieses Video war, wie viel Informationen ihr von mir bekommen habt, die ihr gar nicht wolltet, dann einfach gerne in die Kommentare schreiben. Und bis zum nächsten Mal. Sini macht Auge. Macht's gut. Tschüss.